Moin und wieder zurück bei Destiny 2 mit der Verriegelung, Spielmodus im PvP hier. Destiny 2 läuft oder auch nicht. Schauen wir mal. Verriegelungsspielprinzip, ja. Ihr müsst immer eine Zone mehr halten als der Gegner. Oder alle drei auf einmal einnehmen, habt ihr instant gewonnen. Frosch im Hals ist auch gut. Zudem probiere ich hier mal Survival Kit hier, Maschinenpistole, die ich gerade trage, aus. Ja. Schauen wir einfach mal. Aber das war gerade nicht so gut. Du hast Zone B eingenommen. So, Rambazamba, extrem. Oh. Das war schon mal gut. So, erstmal verziehen hier. Zone A verloren. So, okay, da hat sich einer rumgesneakt und uns verarscht. Auch gut. Eine Einheit. Das sehe ich gerne. So, das haben die nämlich einen Fortschritt. Oben rechts sieht man den Fortschritt, ja. Immer wenn eine Zone mehr eingenommen wurde, geht der Fortschritt voran. Wenn ihr sobald ihr auf einem Ton von einer Flagge steht hier und einnimmt, wird es gestoppt. Ja, es geht immer hin und her eigentlich. Aber ist okay. So, B wird eingenommen, das kann ich natürlich nicht zulassen, das ist irgendwie scheiße. Er hat mich gerade geblockt? Ich glaub's nicht. Zwei für einen. Donnerlord, natürlich gute Waffe hier, ne? Die lübt ganz gut. Jetzt nehmen die C schon wieder ein. Ey, die sind gut. Die sind gut. Die rotieren gut und so. Das machen die sehr gut. Zone C verloren. Wird ein bisschen schwieriger. Die Teams sind bis jetzt ganz gut ausgeglichen, aber... Ich hab's auch schon mal gehabt, da habe ich direkt instant noch wieder verloren, ey. Zone B verloren. Shit! Komm, da kommen zwei Leute. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, scheiße. So, ziehen wir mal ein, gebe ich mal hier zu B. Zone C erobert. Ah, komm schon. Die Hälfte ist erreicht. Bleib stark. Der Maschinenpistole ist eigentlich ganz gut. Wie gesagt, es müsst halt echt Dauerfeuer machen. Ne? Ihr dürft nicht aufhören zu schießen. Sonst bringt das nichts. Müsst echt Dauerfeuer draufknallen, ne? Sonst habt ihr echt mit dem Ding keine Chance. Aber an sich ist die gut. Ich hab die, glaube ich, auch nicht richtig ausgerüstet mit Mod und so. Oh, da ist einer direkt dran hier, ne? Alter Lacker! Ich hab dir so viele Schüsse auf den Kopf geballert, Alter. Du alter Lacker, ey. Also jetzt haben die anderen natürlich den Fortschritt. Das ist natürlich Mist. Jetzt killen die uns alle nach und nach weg. Jetzt kriegen die natürlich den Fortschritt. Das sollte natürlich nicht sein. Ist schon wieder scheiße. Nerv mich schon wieder ab hier. Was du zu tun hast. Sie wollen die Verriegelung durchführen. Zwei für Alter. Ja, jetzt verlieren wir auch noch, weil mein Team halt falsch steht, zum falschen Zeitpunkt tot gegangen ist, so wie ich jetzt. Ah, nicht gut. Mann, bin los, war da geguckt. Zone B erobert. Okay, wir haben vielleicht doch noch eine kleine Chance, mal gucken. Oh ja. Ja! Ja, doch noch gewonnen. Krass, 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 krass. Knappes Ding, knappes Ding. Also, die Teams sind sehr ausgeglichen, wie ich finde. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wisst ihr das? Ist eigentlich hier Levelvorteil aktiv? Also sprich, wenn ich eine höhere Waffe habe, mache ich auch mehr Schaden? Ich weiß es nämlich gar nicht, um ehrlich zu sein. So, ich mache jetzt auch mal den Trick hier einfach außenrum. Ich kann ruhig B einnehmen, nehme ich mal A ein hier. Oh, da hat jemand seine Klinge eingesetzt. Der Feind hat Zone B eingenommen. Drüben haben die noch alle ihre Supers.
Naja, gut. Fortschritt ist gestoppt, schade. Die haben sich wieder oben raufgestellt hier. Ach, bei C, okay. Die nehmen wir ein. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Weiter mal zu. Verloren. Zone B erobert. Nein, ach doch. Er muss gerade hart konzentrieren, wie gesagt, ne? Hart konzentrieren hier. Es ist früh am Morgen. Ich habe zwar schon ein paar Matches hinter mir, aber die waren halt nicht so, wie sie sein sollen. Deswegen muss ich mich hier mal ein bisschen konzentrieren. Alle weg, alle weg. Die Hälfte ist erreicht. Bleib stark. Ich kann nicht schießen! Ich kann nicht schießen, konnte nicht schießen, warum nicht? Na, also, jetzt haben auch alle ihre Supers eingesetzt, okay. Wir nehmen natürlich halt unten den Punkt ein, das ist nicht so gut, aber wir gehen zu C, okay, alles klar, dann halten die gleich B. Dann gehen sie zu C, wir probieren B Zone zu halten. Verloren. Na, vielleicht umlaufen die uns auch gleich, ach nee, doch nicht. Zone C erobert. Nein, ich hatte keine Muni mehr. Komm jetzt. Du bist dem Sieg ganz nah. Mann, Frosch im Hals nervt auch immer. Es ist immer früher am Morgen, wenn ich zocke und Aufnahmen mache, habe ich immer einen Frosch im Hals. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, das ist irgendwie nicht richtig. Ich muss mich mal krank schreiben lassen. Mal. Zone A erobert. Zone B verloren. Wie ich sie hinkriege, mit der Waffe den wegzumachen. Naja, 2-0 schon mal gut. Läuft bei uns. Gutes Team, gutes Team. So, jetzt sagen wir mal gucken. Also mit der Waffe spiel hier, Survival Kit, zeige ich gleich zum Ende noch. Aber ich habe die, glaube ich, nicht richtig eingestellt. Beziehungsweise habe ich eine richtige Mod drin, ne? Naja, mal gucken. Ach man, wieso renne ich denn immer? Ich gucke mal aufs Radar und renne immer nach Radar. Das wird total dämlich. So. Wollen wir mal Punkte probieren einzunehmen. Noch eine Minute. Kein gutes Gefühl gerade hier. Du hast Zone C erobert. Zone B erobert. Aha. So. Die Verriegelung ist, wie gesagt, ihr müsst alle Punkte einnehmen, ja. Und keiner darf irgendwo auf dem Feld stehen von den Gegnern, sonst sieht das nicht. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was du damit machst. Zweifach erwischt. Ja. Zone B verloren. Einmal geschafft, gut. Du hast Zone A erobert. Gekämpft wie ein Titan des ersten Pfeilers. Genau. Wie ein Titan des ersten Pfeilers. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber er macht doch nichts. Oh, er hat in seinen Supernova raufgeschossen. Bleib stark. Hilft ihm auch nicht weiter. Ja, es liegt auch zum Teil, wie gesagt, an dem guten Team. Es liegt nicht nur an mir. Es war jetzt auch bis jetzt das beste Spiel, was ich hier gerade abgeliefert habe bis jetzt. Wo einige Fails natürlich auch waren. Das als Noob-Player ist ja schon ganz geil. So, immer hier nochmal hier. Zone B erobert. Ich krieg die doch nicht klein. Also gegen Handfeuerwaffen komme ich nicht wirklich gegen an, wenn ich hier die Survival Kits rein haue hier. Warte mal nichts, wir haben gewonnen. Vollkommen wurscht, es hat funktioniert. Die Combo war auch gut. Triumph abgeschlossen. Loot gibt's auch noch. Welchen die Herausforderung habe ich auch noch abgeschlossen? Ja. So kann's gehen. So, dann gehen wir gleich noch kurz eben die Statistik angucken. Gehe ich kurz in Orbit. Schauen wir uns mal kurz die Waffe an. Und dann gucken wir nochmal kurz, was ich gleich noch eben gekriegt habe. So sieht meine Statistik aus. Eigentlich ganz okay. Ja, wie gesagt, war das beste Spiel von den 5 Spielen, die ich machen musste, um mächtige Ausrüstung zu kriegen. War das jetzt das Beste. Ja, die anderen waren alle, kannst du vergessen. So, gehen wir kurz in Orbit.
So, und da habe ich jetzt eine gekriegt mit 680. Das ist schon mal ganz gut. Da komme ich schon mal wieder voran. Ja, mein Maximum-Level ist jetzt im Moment. Warte mal. Ich kann mal eben einsetzen, die Sachen hier. Das ist mein Maximum-Level im Moment. Noch nicht weltbewegend, aber okay. Und, wie gesagt, mit der Waffe, mit dem Maschinenpistole habe ich gespielt. Hier ist Survival Kit. Wie gesagt, ich habe vielleicht nicht ganz richtig ausgerüstet. Aber die Waffe ist an sich ganz okay. Ja, Schlagkraft ist natürlich nicht gut, weil die halt so viel Feuerrate hat. Aber sonst ist sie okay. Da haben wir hier nämlich einmal gekammerter Kompensator, hier weiter Lauf. Hier haben wir verbesserte Geschosse, hier einmal weitmündiger Magazinschacht. Dann hier einmal Auskommen und dann hier einmal Multikill-Clip. Ja, habe ich eingesetzt hier Gegengewichtschaft. Ob das richtig war oder nicht, weiß ich nicht. Gibt natürlich bessere, aber so sieht es im Moment aus. Eigentlich finde ich die ganz nette Waffe, kann man mal spielen. Aber wie man gesehen hat, macht die halt nicht viel Damage, weil die Schlagkraft ist extrem unten ist. Aber es ist okay, okay, sag ich mal. Und ja, gucken wir mal. Frosch ist auch wieder da. Also, Spieltypen habe ich auch noch was abgeschlossen, Triumph. Wie gesagt, es ist alles mit Triumphen verbunden, auch hier halt der Spielmodus Verriegelung. Ja, jedes Mal, jede Woche, wenn ein neuer Spielmodus in Schmelzsiegel aktiv ist, ist jedes Mal irgendwie was verbunden mit irgendwelchen Triumphen hier, ja, nicht vergessen. Ja, also viele Triumphe sind jetzt auch gerade nur für Verriegelung da und ja, so sieht es halt aus. Gut, danke fürs Zusehen und Zuhören, reingehauen, viel Spaß bei Destiny und dann sehen wir uns die Woche hier wieder bei irgendwelchen Videos, die ich dann irgendwann mache. Wann, weiß ich nicht, habe nicht viel Zeit. Reingehauen und tschüss.